Mit dem Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière. Er ist es nur noch wenige Minuten, dann wird er Bundesinnenminister. Herr Minister, was für Gefühle bewegen Sie heute? Sie waren doch ganz gerne Bundesverteidigungsminister und haben eigentlich auch die Kanzlerin, wenn ich das richtig gehört habe, gebeten, dort weitermachen zu können. Ist jetzt nicht so gekommen? Ja, das gehört zum Politikerleben dazu. Ich finde das Bundesinnenministerium ist ein großartiges Ministerium. Ich kenne es bereits, auch wenn jetzt die Zeiten andere geworden sind, sich verändert haben. Aber ich habe noch ein bisschen Ablöseschmerz. Das Verteidigungsministerium ist ein Ministerium, was man nur mit Härte, aber auch mit Herz führen kann. Da werde ich ganz viel vermissen. Und das dauert ein paar Tage. Und da bitte ich um Verständnis. Kann ich verstehen. Sie gehen in ein Ministerium, was Sie schon ganz gut kennen. Sie haben schon das Gefühl, was es heißt, Minister zu sein. Was würden Sie denn den neuen Kollegen raten, die heute, der ein oder andere ist doch so ein bisschen nervös vor der neuen Aufgabe? Erstens, Nervosität und Respekt ist gut. Das muss man nicht... Da muss man keine Angst vor haben. Mein Rat ist, bitte viele dumme Fragen stellen. Die sind meistens die klügsten. Und nicht so viel verkünden, was man tun will, was man nachher nicht halten kann, sondern erst mal lernen und sich jede Zeit lassen, die das Amt erlaubt. Heute werden Sie mit militärischen Ehren Ursula von der Leyen begrüßen im Bendlerblock. Eine Frau als Verteidigungsministerin hat es noch nicht gegeben. Dementsprechend die Reaktionen und Schlagzeilen. Wie finden Sie das? Übertrieben. Ich bin Verteidigungsminister als NATO-Land in den Niederlanden, in Skandinavien, in Spanien, überall gab und gibt es tolle Frauen, die Verteidigungsminister sind. Dass es darüber so viel Aufregung gibt, zeigt, dass wir so ganz weit mit der Gleichberechtigung noch nicht sind. Ich bin überzeugt, sie wird das gut machen. Ich bin ein bisschen belustigt, weil 2005 hatten wir die gleiche Diskussion, kann eine Frau Bundeskanzlerin oder nicht. Aber man muss mal auf Ihr Ministerium jetzt schauen, das Verteidigungsministerium wohlgemerkt noch. Ist das gut, mitten in diesen Reformen die ständigen Minister wechseln? Nun hat Angela Merkel die ja nicht freiwillig alle durchgeführt. Wir wissen, Herr zu Guttenberg ist gegangen. Aber jetzt auch noch mal, ist das dienlich der Bundeswehr? Das ist jetzt Schnee von gestern seit einigen Tagen. Wichtig ist jetzt die Kontinuität in der Sache. Die Bundeswehr möchte keine Reform der Reform. Natürlich setzt jeder Minister, jede Ministerin ihre eigenen Akzente. Das ist okay. Aber die Kontinuität in der Sache ist auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Herr Minister, Sie nehmen dann auch heute Ihr neues Amt auf. Was wird da so das sein, was Sie gleich am Anfang zu beschäftigen hat, Ihrer Meinung nach? Lernen, zuhören, zu gucken, was ist gleich geblieben, was hat sich geändert. Aber nur ein paar Tage und dann, ehrlich gesagt, nach dem Jahr möglichst ungestört Weihnachten feiern. Das gönne ich Ihnen und Ihrer Familie. Thomas de Maizière war das, der künftige Bundesinnenminister. Er war es schon mal und er wird es jetzt wieder werden. Vielen Dank, Herr Minister, dass Sie da waren und schöne Weihnachten. Danke. Dann auch schon mal.